Ich bin jetzt mal hier im Garten und hier steht ein relativ junger Kirschbaum. Der ist entstanden, nachdem wir hier hingezogen sind. Und ja, das ist eine Süßkirsche und reife Kirschen sehen übrigens so aus. Also vollreife Kirschen. Also fast schon schwarz, dann sind die richtig süß und lecker. Die sind jetzt halt relativ klein, weil es ein junger Baum ist. Und hier sieht man jetzt fast reife. Die sind sogar noch ein bisschen gelblich und haben wir halt auch noch grüne. Die ist reif. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Jetzt die ist ein bisschen besser. Also vollreif. Und da werde ich mir jetzt ein paar Kilo von sammeln. Und weil bei dem Baum gibt es halt schon einige Vollreife. Bei dem großen alten Kirschbaum, den wir auch noch haben, habe ich noch keine so Vollreife entdeckt. Also wir haben hier zum Beispiel, die kann man auch essen schon, richtig schön kräftig rot sind halt. Ja, die sind schon ein bisschen modrig und angeknabbert. Muss ich mal gucken. Jetzt Mitte Juni und wo halt nicht so viel Sonne hinkommt und sowas, dann sehen die halt noch so aus. Das ist der ältere Kirschbaum, der wird circa 80 Kilo abwerfen. Also haben hier noch die ganzen Blätter. Und ja, hier sind die alle noch nicht reif, wie man sieht. Aber hier sind schon ein paar Reife. Aber hier noch ein paar Rosen, denke ich mal. Ja, das ist wie gesagt der junge Kirschbaum. Auch schon ganz schön viele Blätter. Und das ist der alte Kirschbaum. Boah, das kann man gar nicht sehen, der ist einfach viel zu groß. Ansonsten haben wir hier die ganze Seite. Ich glaube, die kommen im Herbst oder sowas. Brombeeren, das hier alles voll, das hier und das geht bis ganz hinten hin eigentlich, die ganze Wand voller Brombeeren. Dann haben wir hier noch ein Bäumchen. Ich weiß gerade gar nicht. Und da ist Hundi. Hallo. Er will, dass ich mit ihm spiele. Oh, wo bleibst du denn? Ich wollte doch hier die Bäume zeigen. Wir haben noch einen Walnussbaum. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das der hier war. Ich glaube schon. Kommt dann halt im Winter. Das sind die Blätter. Auch relativ groß. Nee, Quatsch, hier war der. Ich bin doof. Hier sieht man auch die Walnüsse. Und wir haben vorne an der Terrasse noch einen Pfirsichbaum. Aber der hat, glaube ich, noch nichts. Und jetzt pflücke ich erstmal. So, ich habe jetzt circa eine Stunde gepflückt für diese Menge. Hand zum Vergleich. Schüssel. Also nicht sehr viel. Da sind wirklich nicht so viele reif. Also bei dem großen Baum pflüge ich die so schon, weil da hat man sonst keine Chance, sonst sind die Insekten und die Vögel alle schneller. Beim kleinen Baum, ja, sind die vollreif.
Aber es ist auch circa ein Zehntel nur oder ein Zwanzigstel eher, die so aussehen. Und ja, deswegen dort ist halt schon, ist das schon ziemlich mühsam. Aber die schmecken richtig geil, richtig süß, direkt vom Baum.